Glück auf, der Ära ist wieder da. Wir spielen Elex und diesmal in der Variante Elex zum fünften Mal. Nee, so weit will ich nicht gehen, aber wir haben es leider, also ich immer mit meinem Bier. Ich habe es leider verdattelt, also deswegen, wir müssen noch ein bisschen Elex spielen. Also so Sachen, die ich schon gesehen habe. Das ist aber nicht schlimm, weil ich entdecke dabei vieles Neues und der Weg ändert sich tatsächlich schon wieder. Wir fahren jetzt erstmal ins Lager der Mitte. Ich habe da ein paar Dinge zu erledigen. Die beschäftigen sich vor allem damit, etwas einzukaufen. Oh, wie aufregend. Also ich kaufe jetzt einfach nochmal ein bisschen Munition. Drum. Ach komm. Eine Ladung geht noch. So, und dann, Moment, jetzt fällt mir gerade was auf. Ah, wir haben für den Flammenwerfer noch viel zu wenig Munition. Das müssen wir dann auch mal ändern. So, und jetzt möchte ich ganz gerne mir diese Steine angucken. Wir können nämlich einen grünen Stein herstellen. Weiße Steine können wir nicht herstellen, aber wir können einen grünen. So, und diese grünen Steine, diese Steine kann man hier an diesen Adduktor anbauen. Und dann bringen die mir Bonus für Erfahrungen und Quests. Ja, hätte ich mal eher drauf kommen können, wa? So, dann habe ich hier mein Plasmagewehr. Das, wenn ich das jetzt aufwerten würde, ja, kann ich es nicht mehr tragen. Insofern, blöde Idee. Aber der Flammenwerfer, wenn ich den jetzt aufwerten würde, wir haben reines Elix, wir haben Elektroschrott, wir haben die Schwefelbrocken, wir haben auch ein bisschen Knete. Und wir könnten den nach wie vor tragen. Deswegen wird er natürlich aufgerüstet. Ja, nochmal aufrüsten wird nichts, dann fehlt uns dafür die Stärke. Aber das war jetzt schon mal ganz wichtig. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall den Flammenwerfer am Start. Der ist nämlich bei Großkämpfen tatsächlich die Waffe der Wahl. Den brauchen wir definitiv, wenn wir zum Beispiel gegen El Colosaro in den Kampf ziehen wollen. Dann wird es ohne Flammenwerfer nichts werden. So, jetzt gehe ich erstmal hier nochmal eine Runde shoppen. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Wir gehen erstmal hier eine Runde einkaufen. Weil hier gibt es auch die Munition für den Flammenwerfer. Da habe ich nämlich jetzt... ich darf hier nicht oben drauf sein. Alles klar. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. So, also, wir brauchen nämlich jede Menge davon. So, wir kaufen einfach mal hier... Aha, jetzt ist der Brennstoff nicht mehr so viel vorhanden. Das ist ja spannend. Na, eine Fuhre nehmen wir noch. So. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Das heißt, questmäßig sind wir jetzt hier Ulbricht, Big Bang und Rachefeldzug. Gefährten, Handvoll Splitter, böses Mädchen. Ja, Nesti müssen wir noch machen. Und dann haben wir hier in Tavar noch den technischen Vorsprung. Das ist auch wieder so eine richtig üble Quest, die uns am Ende dazu führt, dass ich da die Schnauze wieder voll hatte. Aber das, dazu kommen wir dann. Das werdet ihr dann gleich sehen, was ich damit meine. Wir machen es trotzdem, weil ich kann euch das jetzt nicht vorenthalten. Wäre ja blöd. So. Was ich euch sagen kann, ich habe es übrigens auch bis Teil 110 nicht geschafft, mir eine neue Rüstung zuzulegen. Die Teile sind so teuer, dass ich mir das echt nicht leisten kann. Und da geht er hin. So. Ich kann ja kurz mal was zu dem Flammenwerfer erzählen. Es ist eine schwere Waffe. Habe ich eigentlich schwere Waffen? Hatte ich doch auch schon auf die 1 gekauft, oder? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ja, da müsste man wahrscheinlich... Könnte man wahrscheinlich da auch nochmal zu lang. Ah, ich sehe schon. Ich muss mir dann auf jeden Fall mal einen
paar Elix-Tränke zulegen. Das ist halt so. Aber auf jeden Fall, so sieht das dann mal aus. Genau, nach Norden wollte ich. Bin gerade auf völlig falschem Weg. Jetzt kommt übrigens das übelste Massaker, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es wird jetzt brutal. Genau, hier ist noch ein Schrein. Aber auch diesen Schrein kann ich tatsächlich echt nicht benutzen. Das ist seltsam. Ich weiß gar nicht warum. Wäre ja cool, wenn ich die jetzt hier zum Beten und so benutzen könnte, aber nö, ist nicht. Okay, so jetzt. Da drüben. Tja. Den noch leer machen. Tralala, tralala. Tralala und hopsassa. Der Ära, der ist wieder da. Und da geht er hin. So. Und jetzt. Jetzt geht das los. Jetzt werden wir direkt mal. Guck mal. Sobald ich die schwere Waffe rausnehme, kann ich nicht mehr laufen. Das ist. Da drüben! Guck dir das an. Ein Massaker. Das Fleischgrillen-Massaker. So. Nehmen einfach mal alles mit. Und dann stellen wir fest, jetzt noch eine Schwefelader, die nehmen wir auch noch mit. Ein paar tote Outlaws. Und dann haben wir hier einen Ripper noch weggemacht und da ist noch mehr von dem Zeug. Da drüben. Na, dann müssen wir einfach ein bisschen reinpuppern. Na komm her, mein Freund. Falk, schieß nicht wieder auf mich, mein Freund. Ich schmeiß dich raus. Sehr gut gemacht. Welch ein Spaß. Und guck mal, da ist er. Jetzt haben wir die alten Baupläne. Also das, warum wir hergekommen sind.
Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir... Oh, guck mal, es ist gar nicht mehr weit bis zur nächsten Stufe. Und wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich nämlich hier am Big Bang noch den inversen Phasen-Induktor besorgen. Der ist hier unten. Okay. Na dann. Gehen wir vom alten Windpark aus da mal hin. Okay. Mal schauen, wie wir das jetzt am günstigsten anstellen, dass wir da gut hinkommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Viech. Ich helfe dir. Hey, ich bin hier der Wüstenteufel. Ach Gott, guck mal da drüben. Da hauen sich schon wieder die Viecher und hauen sich die Viecher, da freut sich der Ära. Und da gehen sie hin. Naja. Zwei Skekze und so das ganze Programm. Gut. So, da ist noch so ein Skekze, würde ich behaupten. Na komm. Sehr gut. Oh, Falk, du... Das war wieder, wenn dich deine eigenen Leute abknallen. Killed by Friendly Fire nennt man das. Sehr gut. Falk ist ein Lappen. So. Ich würde ja spontan behaupten, dass das hier die Stelle ist, an der wir El Colosaro besiegen müssen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was passiert, wenn ich das jetzt schon mache. Zumindest sieht die Stelle verdammt so danach aus. Aber der ist nicht da. Okay. Der kommt wahrscheinlich erst, wenn ich mit Nesti hier auftauche. Das finde ich okay. So, eine kleine Heilpflanze. Jetzt müssen wir irgendwie... hier drüben hin. So. Als ich das letzte Mal gemacht habe, bin ich übrigens von der anderen Seite gekommen. Also ich bin von oben runter gehüpft. Insofern, mal schauen. Hier unten war ich, glaube ich, noch nie. Hier gibt es einen Bürostuhl. Ein kleiner Elix-Trank. Aha. Kleine Elix-Tränke sind gut. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier nach oben kommen. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Sind auf jeden Fall sind wir schon mal richtig hier. Jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer laufen, sonst schmeiße ich mich hier direkt runter. Das wäre nicht so schön. Genau, hier oben gab es noch Banditen und Viecher. Sollte man mit im Auge behalten. Und hier... Ja, und hier drin ist, was wir brauchen. Naja. Da ist er, der inverse Phasenkonduktor. Hä? Was macht er denn? Was macht es denn? Na gut. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen eigenartig. Das war ein bisschen versteuert. So, jetzt gucken wir mal weiter. Die Banditen und die Viecher nehme ich jetzt einfach noch mit. Weil ich die beim letzten Mal auch mitgenommen habe. Deswegen mache ich das jetzt auch.
Guter Falk. Na, wir müssen festhalten, der Falk ist schon echt brutaler Typ, ne? So, jetzt nehme ich mal meinen Flammenwerfer. Ihr seht schon, das ist vom Schaden her, auch wenn da eigentlich eine relativ kleine Zahl nur drin steht. Aber Fakt ist, da kommt schon richtig Schaden, weil dieser Schaden über Zeit halt dabei ist. Zack, und da geht er dahin. Insofern, für die großen Viecher wird es jetzt in Zukunft definitiv den Flammenwerfer geben. Guck mal, wir haben auch einen Stufenanstieg. Das heißt, wir können jetzt mal so tun. Und dann können wir hier definitiv ein paar Sachen steigern. Das ist dran. Genau, in den Teller kann ich mich sogar noch erinnern, weil ich mir gedacht habe, warum liegt hier ein guter Teller mitten auf der Butze rum? So. Ich drücke schon mal auf den Speicherknopf. Und dann... geht es hier hoch. Genau, und hier hinten ist nämlich noch ein Räuberlager. Herausgerissene Seite 4. Moment. Erschreckenderweise. Eddie ist der Meinung, dass wir uns hier verschwanden sollten. Die ganze Zeit prophezeit er einen Albangriff. Ich glaube, er scherzt. Er wird sich heute Abend über unsere dummen Gesichter lustig machen. Okay. Ich bin der Albangriff, mein Freund. So, wieder ein Tierchen tot. Tja, und das ist das, was ich meine. Und dann kommt man hier an und dann ist doch wieder alles anders. Man entdeckt ganz andere Ecken. Das ist echt spannend. Also insofern ist es nicht so schlimm, dass ich es nochmal spiele. Solange ich auch nichts verpasse von den geilen Sachen, aber so viele geile Sachen habe ich ehrlich gesagt auch nicht gefunden. Der Flammenwerfer war schon mit das Beste, was ich gefunden habe. Wo ich mir auch sehr gefreut habe. Ich glaube, da oben war das Lager. Ne, hier oben war es nicht. Eine Handgranate. Alter Verwalter, hier war ich doch noch gar nicht. Was ist das? Einigen wir uns auf, das ist Schrott. Und was macht es? Es steht rum. So. Eine Brause mit Bio-Brause. Ist das geil, jetzt finde ich es echt nicht wieder. Grandios, hier war irgendwo ein Banditenlager. Ja gut, grundsätzlich war das auch nicht so aufregend, weil da gab es eigentlich auch nichts, außer dass ich die aus der Jacke geboxt habe und dann war es auch schon erledigt. Aber na gut, dann sei es wie es sei. Ein Apfel und einen Heiltrank nehme ich natürlich noch mit. Und vielleicht laufen mir die Banditen nochmal über den Weg. Geil, der Typ ist so dumm, eine Felsassel zu töten. Ja, ich für meinen Teil sage jetzt einfach spontan, das war Folge 94. So, und alles andere wird sich dann finden. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.